Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Roleplay, von Skyrim, die Anniversary Edition. Wir sind ja in Weißlauf angekommen, wollen ja nach Winterfest in die Akademie. Und wir sind letztes Mal wegen einem Angriff auf Wachen in einem Kampf gegen Banditen zu 40 Kopfgeld und so unser Diebesgut. Ich hatte die Wurde uns 40 weggenommen. Das war Goldmünzen relativ viel gegeben, um Diebesgut. Kopfgeld Ich konnte das halt noch nicht verkaufen irgendwo. Vielleicht gibt es irgendwo einen Hehler oder so, dass er das auch annimmt. Ja, wir müssen ein bisschen schauen. Nicht zu viel klauen. Bin sowieso nicht so gerne Dieb, weil das halt auch wieder etwas Böses ist. Naja, gut. Jo. Und heute? Ja, könnten vielleicht schon die Akademie erreichen. So, ich bedanke mich für alle, die eingeschaltet haben und ich habe eben noch ein paar Probleme. Also wenn irgendwas euch auffällt, wo nicht so gut ist, kann ich gerne besser machen. Ich musste ein bisschen die Bitrate vor kurzem runter machen, weil OBS macht irgendwelche Lecks, die ich nicht verstehen kann. Die hatte ich im alten PC nicht, diese Lecks. Also es hat nichts mit Soll ich euch Performance zu mitnehmen? tun, sondern irgendwie wegen einem schlechten, wie sagt man dem, dass es hat mit meinem neuen PC jetzt nicht so Ding. Genau, wir wollten ja noch Also kurz gut. dorthin gehen, wo wir diese Straftat gemacht haben. Vielleicht gehen wir mal kurz hier an. Hier ist ein Fluss. Okay. Gehen wir mal am Fluss entlang lieber. Ich bin gerne so ein bisschen über Stock und Stein unterwegs. Oh, was ist denn das? Eine Nierenwurz. Okay. Glütze. Können wir hier kurz über den Bach? Hier haben wir noch etwas. Okay, ist nur Reste. Ich hänge fest. Ja gut, hier ist ein Wachen. Ich schaue mich gerne ein bisschen um, weil so ein Banditenangriff hätte ich jetzt nicht erwartet. Der war plötzlich da. Eine Lehmgrube. Interessant. Oh, hier ist nochmal ein Nierenwunsch. Ja. Okay. Oh. Okay, ich will nicht nass werden. Es ist sehr kalt hier und oh, meine Knie schlottern schon wieder. Lieber nicht ins Wasser. Ich habe es ja vor, so ungefähr 10 oder 20 Stunden gemacht und oh Gott, ich hatte es so gebiebert. Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen. Ja. Ich muss mich einfach ein bisschen umschauen. Es ist sehr gefährlich. Ich habe gerade so richtig Angst. Es könnte ja auch ein Drache wieder angreifen und oh, da muss man sich wahrscheinlich schon gut verstecken. Ein Drache kann uns sicher gut sehen. Haben wir hier irgendwas noch? Hier haben wir noch Lauch scheinbar. Ja, ist nur Lauch. Kann man hier aus der Mühle etwas nehmen? Nein. Ein Fass mit Salz drin. Nehmen wir einfach, ist ja Wieso denn nicht das Handy Diebesgut. herum? Gwendolyn. Dieser Krieg ist Alfried. genauso dumm wie unsere Fehde mit der Alfred. Graumähnenfamilie. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Nein, ich möchte Weizen Na dann, einsetzen. zurück an die Arbeit. Nein, lieber nicht Ja? haben. Okay, die hält gar nicht mit mir. Ah, Holz hacken könnten wir dann auch mal noch. Hier können wir also Holz hacken. Aber ich denke, ja, eventuell in Winterfeste. Gibt es da genug Wald? Okay, hier war der Wolf, der ist noch hier. Ich glaube, die Wachen machen überhaupt nichts. Sie sind ja auch nicht zuständig für so etwas. Bei den Göttern schon wieder ein Kampf. Tja,
Okay. Ich glaube, das ist ein Dieb, der hat einen Dolch. Sollen wir ihn schon angreifen? Ich warte mal, bis das Mana. Ja, er greift mich an. Okay. Ihr seid, na schön, gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Geht sofort. Netter Versuch, aber ich werde euch nicht noch einmal fragen. Hier werde ich sterben. Dann ist das wohl euer letzter Wunsch, Dummkopf. Hilfe! Eisenschwert. Hallo, ich habe das Ei. Mann, das Keim ist manchmal verbuggt, ey. Ich bin fast gestorben. Oh, cool. Ja, da hängt der Dieb nun. Schlimm, wie Skyrim einfach irgendwie nicht richtig funktioniert. Ist das immer schon so gewesen? Also ich dachte, ja, also Physik Engine ist schon nicht gerade so gut. Sie ist halt recht schlecht gemacht. Also sie ist wunderbar, aber sie funktioniert nicht richtig. Da hängt er nun. Seine Statur hat irgendwie angespannte Muskeln. Aber gut, ich hatte schon echt Probleme mit, ja, wäre gestorben, wäre er nicht zusammengesackt wegen irgendwas. Ich weiß nicht, warum er zusammengesackt ist, aber das hat mein Leben gerettet. Okay. Bin gerade ein bisschen überfordert mit den vielen Sachen, die mir einfach passieren. Ja, ich möchte gerne etwas essen, aber eine Kartoffelsuppe, zwei. So, weil ja, ich habe nicht so viel Hunger, wir haben ja gegessen erst. Ja, ich muss irgendwie Tunika mit Gürtel. Okay, ich dachte, ja, ein Magierrucksack, genau. Okay, ich habe ein paar Sachen gar noch nicht getragen. Ich nehme die Pelzstiefel, glaube ich. Ja, ist natürlich mehr Rüstung. Ja, eine Rüstung mehr. Gut, also eine kaiserliche leichte, nein, eine beschlagene Rüstung kann ich nicht tragen. Ja, ich muss die nur zermitzen, aber sonst. Ja, ich denke, so bin ich gut ausgesetzt. Die Sachen lesen wir gleich noch. Was wollte ich noch machen? Genau, meinem Zauber wieder ausrüsten. Ich finde irgendwie Flammen besser. Ich tue jetzt mal die Flammen auch probieren wieder. Ja. Okay, zum guten Glück haben wir hier gewonnen. Ich will nämlich nicht sterben, aber ich war so, also ich bin einfach geschockt und ja, ein bisschen wenig überrascht, aber das Geheim ist hart. Also es ist unglaublich, ich bin einfach so richtig sattelfest, ich habe gar nicht mehr so viel Angst, aber ich fühle mich natürlich auch ein bisschen überfordert, deshalb bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, emotional gerade. Also, das sind die Banditen. Die Wachen haben gar nichts genommen, scheinbar. Gut. Aber ja, alles brauchen wir natürlich nicht. Außer Dietriche, die brauchen wir natürlich. Ich schaue aber eben, dass ich weniger klaue. Nur wirklich das Wichtigste klaue. Das Salz brauchte ich halt. Ja, eine Spitzhacke, sehr gut. Und Eisendolch, ich möchte gerne etwas schmieden. Zwischendurch brauche ich auch. So,
Tut mir leid, dass ich dich angegriffen habe, scheinbar. Hier wird nicht rumgetrödelt. Oder der da hinten. Aber das war eine aus Versehen. Also ich konnte einfach nicht die Magie stoppen. Und musste natürlich kurz... ja... den Feind wechseln, weil der andere gestorben ist. Anderer Bandit. Überlegt ihr, euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf, das Briesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Ja, es war leider schon Abend um 10. Der Vogt war dann weg. Ja, würde ich mal empfehlen, aber ja, ein Haus kaufen, wie viel kosten denn das? Sicher nicht 150. Ah, wir können einen Stufenaufstieg, das wurde mir jetzt gerade gar nicht so... wahrscheinlich im Kampf gegen den Banditen oder vorher schon. Ich denke vorher. Also da wir Magier sind, müssen wir natürlich Magiker nehmen. Gesundheit macht natürlich Lebensenergie höher und Ausdauer macht die Ausdauer höher. Wir brauchen mehr Magiker natürlich. Und den Anfang mache ich, denke ich, mal auf Zerstörung, weil wir müssen die Mana-Kosten senken. Ja. Oh, sehr gut. Ich denke, das sind Novizenzauber. Ja, wir können nur das. Wir können ja mal schauen. Ah, doppeltes Wirken. Viel wirkungsvoller. Stoßen zurück. Verstärkter Blitz. Flammenmeer. Ja, fliehen. Ein Gegner, der flieht, ist jetzt nicht unbedingt so gut. Lähmen. Das Ziel auf. Ja, Blitzschaden habe ich ja gesehen, ist jetzt nicht unbedingt so meine Sache. Vielleicht Eiszauber oder wir bleiben einfach bei Feuer. Aber so eine Eiszauber muss ich natürlich zuerst denken. Also wir gehen jetzt mal auf Zerstörung und Novize. Und ja, wir haben scheinbar noch 2 Fähigkeiten mehr. Alle 10 Level bekommen wir einen Stufenaufstieg. So, ich sollte vielleicht nicht so laut sein, es können wieder Wölfe oder so angreifen. Da ist eine Kutsche. Ist das ein Knochen dort? Rippen. Oder eher Wirbelsäule wahrscheinlich. So, das ist ein Hofner. Hallo? Cicero. Doch, das gibt es doch nicht. Ich sitze hier fest. Hier. Meine Mutter. Meine arme Mutter. Regungslos. Ruhend. Doch zu unbeweglich. Wo ist deine Mutter? Im Wagen? Ah, die ist wahrscheinlich tot. Okay. Darf ich deine Kleider haben? Oder kann ich auch solche Kleider irgendwo holen? Ich bin doch auch Hofnarr gewesen. Ich weiß es noch ganz genau. Das Einzige, ja, dass ich in Cyrodiil gelebt habe, aber... ja, in Cyrodiil, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Kaiserstadt aussieht. Aber ich habe von der gehört. Ja, gibt's Probleme? Der arme Cicero steckt fest. Seht ihr es nicht? Ich habe meine liebe Mutter transportiert. Nun ja, nicht sie, ihre Leiche. Sie ist ziemlich tot. Ja, eben. Ich bringe Mutter in ihr neues Zuhause. In eine neue Gruft. Aber... ah, das Wagenrad! Das verdammte Wagenrad! Es ist kaputt. Seht ihr es nicht? Ja, gut. Ich sehe es schon, glaube ich. Hier, nein, das andere und das die vorderen zwei. Kann ich irgendwie helfen? Oh, ja, ja, der freundliche Fremde kann sicherlich helfen. Du bist ein komischer Hof. Geh zum Bauernhof, zum Bauernhof von Loreus, dort drüben an der Straße. Redet mit Loreus, er hat Werkzeuge, er kann mir helfen, aber er tut es nicht, er weigert sich. Ja. Überredet Loreus, mein Rad zu reparieren. Wenn ihr das schafft, wird der arme Cicero euch belohnen. Mit Münzen.
Mit glänzenden, schimmernden Münzen. Okay, ist mega merkwürdig. Also ich bin jetzt nicht unbedingt hoffentlich komisch. Wenn ja, schreibt mir eine Nachricht auf ein Blatt Papier und sendet es mir bitte schleunigst hier nach Himmelsrand. Oh, hier ist Weizen. Ich glaube einfach das Weizen aus von den Bauernhöfen, aber die brauchen das scheinbar ja nicht. Nö, auch nicht für die Kühe mit Fell. Ja gut, es wird leider wieder Nacht. Wie schnell es Nacht wurde. Okay. Die Tage dauern scheinbar nicht so lange ins Himmelsrand. Ja. Also. Ist die hier? Die schlafen schon? Hä? Es ist 8 Uhr. Also 20 Uhr. Ich habe eine Kurve gefunden. Wenn ihr etwas braucht, sprecht mit meinem Mann, Vantos Loreus. Oder einfach Loreus, wenn es euch nicht stört. Ne, stört mich überhaupt nicht. Ich habe nur Stroh hier drin. Ja. Ach, um Maras Willen, was gibt es denn jetzt? Na, sorry fürs Wecken, aber du schläfst ein bisschen zu früh. Der kleine Mann braucht wirklich eure Hilfe mit seinem Wagen. Ihr meint diesen Cicero? Erzählt mir mal was Neues. Dieser Spinner hat mich sicher schon 5-mal gefragt. Meine Antwort hat ihm wohl nicht gefallen. Okay. Warum kann er uns nicht einfach in Frieden lassen? Ja, wo liegt das Problem? Ich bin absolut sicher, dass er euch bezahlen wird. Mich bezahlen? Ihr glaubt, es geht hier ums Geld? Habt ihr den Mann gesehen? Er ist völlig verwirrt. Ein Hofner? Hier in Himmelsrand? Etwas derartiges gab es hierzulande seit 100 Jahren nicht mehr. Und er schleppt eine riesige Kiste mit sich herum. Er sagt, es sei ein Sarg. Und dass er seine Mutter begraben will. Wenn das seine Mutter ist, da drin könnte alles Mögliche sein. Schmuggelware, Waffen, Skoma. Mit so etwas will ich nichts zu tun haben. Ja, stimmt. Da ist was dran. Was kann ich tun, um zu helfen? Er ist ein Fremdling, der Unterstützung braucht. Tut bitte das Richtige. Was? Und wer in Maras Namen seid ihr überhaupt, hä? Ihr kommt hierher und sagt mir, was ich zu tun habe? Und wozu? Um einem Verrückten zu helfen. Ihr wisst, dass ihr ihm helfen solltet. Ja, ihr habt ja recht. Ob er nun verrückt ist, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls braucht er meine Hilfe. Und wenn ich ihm die verweigere, was sagt das dann über mich aus, hm? Also, danke. Und bitte verzeiht meine Unfreundlichkeit. Wenn ihr mit Cicero redet, sagt ihm bitte, dass ich ihn bald treffen werde. Okay, gut. Ja. Wir müssen doch zusammenhalten. Wir sind beide Hofnarren. Jo. Ich denke, es war mir auch ein bisschen peinlich, ein Hofnarr zu sein, aber irgendwie hatte ich einen Grund. Also wenn ich jetzt den Cicero sehe, ja, so will ich nicht sein als Hofnarr. Ich hatte irgendwie etwas Spezielles gemacht. Ich war nicht so peinlich scheinbar oder so. Ah, da ist das Rad, okay. Ist doch nicht kaputt, ist nur abgefallen. Das lässt sich so einfach reparieren. Auch ohne Werkzeuge. Arme Mutter! Ihr neues Zuhause scheint so weit entfernt. Ich habe mit Loreus gesprochen. Er ist bereit, euer Wagenrad zu reparieren. Wirklich? Er hat zugestimmt? Oh, Fremder! Ihr habt Cicero so glücklich gemacht! So jubelnd und ekstatisch! Aber es kommt noch besser. Viel besser! Auch meine Mutter dankt euch. Okay. Hier, für eure Mühe. Schimmerndes, klimperndes Gold. Ein paar Münzen für eine gute Tat. Danke. Danke noch einmal. Ja, ist ja gut.
Oh Gott. Ja, und jetzt, okay. 250 Gold! Das hat sich ja mega gelohnt. Ich wusste, ich muss ihm helfen und nicht dem Bauer. Oh ja, Mutter und ich werden genau hier warten, ja, bis er unser Rad repariert. Halt den Mund und geh weiter. Ich bin nämlich hier. Okay. Du musst mit den Flügeln schlagen, du bist in der Luft. Oh, Achtung. Oh. Wie ein kleines Mädchen, das unbedingt Insekten fangen will, fange ich jetzt mal kurz die Glühwürmchen. Die sehen nämlich mega schön aus. Und vielleicht brauchte ich die für die Alchemie. Aber die Falter, die sind, die gefallen mir fast noch ein bisschen schöner. Ja, hier hoch muss ich. Ich dachte schon, was ist denn das für ein Berg? Dann sehe ich auch kaum. So dicht im Nebel. Aber es ist ja oben die Drachenfeste. Jo. Ich hoffe, jetzt kommen keine weiteren Banditen. Ja, gut. Ja, scheinbar kann es keinem halt immer wieder etwas passieren. Okay, ich dachte schon, hier wären Blumen. Die blauen, die wir brauchen. Oh, nochmals Glühwürmchen. Okay. Ja, ich werde mal alles ein bisschen sammeln, was mit Alchemie zu tun hat. Ich kann die fast nicht. So. Ja, ich könnte vielleicht noch die Sensibilität der Kamera erhöhen. Jetzt gerade ein bisschen zu wenig. So, jetzt. Da müssen wir mal kurz schauen. Cursor-Empfindlichkeit. Speichermenü. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Mir fast ein bisschen zu sensibel jetzt. Ich muss mich nochmals drum kümmern. Ist leider ein bisschen... Ja, der Balken ist jetzt nicht unbedingt gerade so sehr gut zum Bedienen. Sehr kurz. Verbesserung, also ja, zu schnell die Verbesserung. Wenn nur wenig gedrückt halten. Ja, gut. Also, was hätten wir noch zu tun? Holzhacken könnten wir noch machen. Und irgendwas wollte ich ja noch tun. Wir haben jetzt einfach relativ viel Weizen geholt und blaue Blumen haben wir jetzt hier auch noch. Oh, der bringt eine Kuh. Ich würde an eurer Stelle bleiben, wo ihr seid. Warum? Ich bin zu einem Lager der Riesen unterwegs und ich kann nicht garantieren, dass diese Monster euch nicht für einen Teil der Opfergabe halten. Oh. Haltet Abstand, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Jo, braucht ihr Hilfe? Ich habe alles im Griff. Danke für das Angebot. Was soll die denn Riesen anbieten? Die Kuh natürlich. Andere machen das anders, aber ich habe festgestellt, dass ein Tieropfer die Riesen meist von unserem Vieh fernhält. Manche halten es für Aberglauben, aber ich glaube, es funktioniert. Bislang hat noch kein Riese eins von meinen Viechern getötet. Und die Farbe auf der Kuh? Es ist Tradition. Wir kennzeichnen das Tier, um die Riesen wissen zu lassen, dass wir es ihnen freiwillig überlassen. Eine Art Friedensangebot. Wozu nochmal die Farbe auf der Kuh? Jetzt gerade gesagt. Ja, einfach viel. Danke. Glück. Passt gut auf euch auf. Ja, bitte. Oh. Also eine Art Ritual, also ja, Begnadigungsvorhaben. Ja. Oh, der Kampf geboren, also, ja. Ist das andere der Graumännerhof da drüben? Das gar nicht so mitbekommen. Bin halt schon sehr fasziniert von der Gegend und allem. Ich lese jetzt nicht unbedingt alles. Sollte ich mal machen. Aber too much informations. So.
Ich sammle jetzt einfach mal ein paar mehr. Wir machen einfach Tränke, die damit zu tun haben. Wir könnten ja mal eines essen, aber ich bin nicht so ein Fan von Insekten. Zum Beispiel Heuschrecken könnte ich jetzt niemals essen, aber ich müsste vielleicht Heuschrecken auch essen. Versuchen. Lavendel. Magieresistenz entdeckt. Magika senken. Oh. Nierenwurz. Ist mir fast ein bisschen zu. Ja, selten. Hä? Salz. Anfähigkeit für Magie. Schmetterlingsflügel. Okay, Gesundheit wiederherstellen bei Schmetterlingsflügel. Sehr wichtig. Tundra-Baumwolle. Magika-Resistenz. Jetzt weiß ich gar nicht, wo das ist. Fackelwürmchen. Ah, die heißen nicht Glühwürmchen, sondern Fackelwürmchen. Okay. Ausdauer wiederherstellen. Nice. Also lohnt sich schon, auch einen Trank daraus zu machen. Also, blaue Schmetterlingswirbel haben wir auch. Okay, schmeckt ein bisschen mehlig oder so, aber jetzt nicht unbedingt so schlecht. Aber wir tun ein bisschen die Insekten, also die Schmetterlinge, weh. Aber ja, gut, für Tierschutz kann ich mich halt jetzt nicht unbedingt so gut. Ganz weit oben. Ja, schade, dass die Kamera so unterschiedlich ist. Also, ja, im Menü ist sie zu langsam als die Maus. Und die Kamera ist dann einfach zu sensibel scheinbar. Ich werde mal kurz schauen. Ja, ist doch viel besser. Also, es ist einfach kombiniert und sollte nicht kombiniert sein. Gut, ja, ich möchte noch zur Alchemie. Wir könnten aber irgendwo anders mal einen Tisch aufsuchen. Soll ich euch mitnehmen? Was wisst ihr über Weißlaub? Nun, ich weiß, dass die Gefährten hier beheimatet sind. Ihre Methalle, Jorvaskr, ist das älteste Gebäude der Stadt. Oh, und es gibt eine schlimme Fehde zwischen zwei Familien. Den Clans der Graumähnen und der Kampfgeborenen. Seid dort lieber vorsichtig. Den Rest erzählen euch die Bewohner. Ich würde beim Wirt in der beflaggten Meere oder beim Schlossvogt beginnen. Okay, ich möchte aber jetzt reisen. Ich möchte eine Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Mieten, wie heißt's schon wieder? Windhelm? Winterfeste. Ja, dann gehen wir doch direkt nach Winterfeste. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Wieso wieder? Ich war noch nie in einer Kutsche. Aber doch, am Anfang. Du meinst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt, der stammt. Okay. Haben wir noch einen Baden dabei? Gut, dann sind wir direkt in Winterfeste. Nach einer langen Reise durch das halbe Königreich. Okay, die Kutsche ist weg schon. Er ist schon wieder weg, okay. Ja, ich passe natürlich auf. So, gut. Wo ist denn die Akademie? Es ist scheinbar wieder Tag geworden. Hier ist die Taverne. Gehen wir mal später rein. Haben wir noch eine Alchemistin oder so? Wo wollt ihr denn hin? Ihr müsst einer von diesen Magiern sein. Aus der Akademie in Winterfeste. Laufen die Geschäfte gut hier oben? Sehr komisch. Ihr habt sicher bemerkt, dass es in Winterfeste nicht gerade von Leuten wimmelt. Ich verkaufe, was ich kann. Wenn ein Gegenstand es wert ist, ein Preisschild zu bekommen, dann bekommt er auch eins. Ich habe mir ein paar Mal die Finger verbrannt, ein paar schlechte Geschäfte gemacht. Aber meistens fällt etwas Profit ab. Okay, jo, wir werden jetzt nicht unbedingt so reden. Ach so, und auf die Weise wollt ihr all eure Probleme aus der Welt zaubern? Sorry, aber... ich bin gar noch nicht so zauber. Also geh bitte nicht auf mich los.
Ja, wir folgen ihr mal kurz und schauen mal, ob sie etwas verkauft oder sowas wir brauchen. Ja. Wir haben halt sehr wenig Gold. Ja, sie hat nichts, glaube ich. Hier hoch dürfen wir, glaube ich, gar nicht. Schade. Vienna. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Okay. So, sie hat Waffen. Angel, Eisenkriegsaxt? Nö. Diadem der Alchemie. Ring des schwachen Blockens. Okay. Genug Gift. Honignussschnitte. Angelkarten, ja, wenn wir mal ein bisschen mehr Geld haben. Aber wir sind leider relativ arm. Also nicht mehr so arm, aber ja. Wir werden also später gut mit dir ausführlicher reden. Du bist ein bisschen ablehnend gewesen. Fällt mir jetzt nicht unbedingt so. So. Krall das aus. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Okay. Hat scheinbar auch ein Rathaus natürlich. Ab groß ist es nicht. Gut. Jo. Gehen wir doch mal rein. Ja. Das ist eine Wache. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Ja, wollen der wir Weg nicht. Ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Ja, gut. Was ist denn das hier für ein Ort? Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Kann ich der Akademie beitreten, bitte? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um die zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Ich möchte Rätsel von Aetherus lösen. Ich möchte nur einmal hineinblicken. Mich interessiert vielleicht das hier. Ich möchte die Rätsel von Aetherus. Also eigentlich möchte ich ja Necromancer werden. Und ich will jetzt nicht jeden angreifen. Naja. Ich nehme doch Zerstörung, weil, ja, wir brauchen halt einfach irgendwas, um uns zu wehren. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Okay. Wir beide wissen doch, dass ich hier erfolgreich war. Ich stelle mich eurer Prüfung. Ausgezeichnet. Wer in Wiederherstellungszaubern bewandert ist, für den gehört heilende Hände zu den Grundkenntnissen. Könnt ihr es auf mich wirken? Damit würdet ihr eure Kenntnisse demonstrieren. Wieso muss ich jetzt Heilung einsetzen? Ich habe keine Heilungszauber. Ja, ich muss zuerst haben. Diese Zauber kenne ich nicht. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Ja, nur. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Nee, ich bezahle das. Hier, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Gut. Ui. Oh je. Ja, sehe noch nicht wie ein Magier aus. Ja, vielleicht ein bisschen, aber. Okay, was war nochmals? Okay, gut. Ah, ich habe einen Heilzauber.
Okay. Ja. So. Jo. Ich beende doch jetzt An gerade den mal Uhren den der Part Akademie ist und ja, viel wir sehen Wissen uns das nächste angehäuft. Mal. Tschüss.